Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, erstmal ist es natürlich jetzt in Anbetracht auch der sportlichen Situation, ist es natürlich ein sehr, sehr schönes, positives Signal von einem Partner, mit dem wir ja jetzt schon Jahrzehnte lang zusammenarbeiten und eine sehr, sehr fruchtbare Partnerschaft in der Vergangenheit hatten. Abgesehen davon ist es und für mich insbesondere als kaufmännischen Geschäftsführer natürlich insofern auch sehr schön, dass es eine gewisse Planungssicherheit da natürlich auch gibt an der Stelle, sowohl was das Trikotsponsoring anbelangt, als auch das Naming Right. Da kann man einfach dem Unternehmen Schüco nur herzlichen Dank sagen. Wir hoffen, dass Schüco auch in der Zukunft, also möglicherweise auch über diese Vertragsdauern hinaus, weiterhin ein guter und verlässlicher Partner an unserer Seite sein wird. Man muss sich natürlich ein Stück weit damit auseinandersetzen. Alles andere wäre ja als Geschäftsführung auch fahrlässig, das ist keine Frage. Es ist auch wichtig, immer wieder positiv nach vorne zu schauen. Ja, Arminia hat ja nicht umsonst den Slogan stur, hartnäckig, kämpferisch. Das heißt, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Man muss auch als Geschäftsführung natürlich auch immer die positive Ausstrahlung gegenüber seinen Mitarbeitern, wozu auch die Spieler gehören, immer ausstrahlen und auch die Überzeugung vorleben, weil wir haben in der Tat bisher keine gute Saison gespielt, das muss man einfach sagen. Wir haben uns leider von zwei Trainern getrennt. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist auch noch nichts verloren. Wir können unser Saisonziel noch erreichen. Dazu gehört natürlich, dass sich die Mannschaft steigert. Das ist gar keine Frage. Das ist uns allen bewusst. Man erhofft sich von einem Trainerwechsel ja immer so einen kurzfristigen Impuls. Wobei kurzfristig allein nicht ausreichen wird. Es sind noch, wie gesagt, 10 Spiele zu spielen und da muss man sicherlich auch von einer gewissen Mittelfristigkeit sprechen. Es reicht nicht, wenn wir die nächsten 3 Spiele gewinnen. Das muss auch danach noch funktionieren. Aber natürlich erhofft man sich davon, dass Spieler, die möglicherweise jetzt auch in der zweiten Reihe standen bei einem neuen Trainer, nochmal wieder einen Leistungsschub bekommen, ihre Chance wittern. Einfach nochmal andere Impulse, andere Reize zu setzen, ist sicherlich da ein Faktor. Das ist ganz einfach zu beantworten. Wir suchen einen Trainer, mit dem wir unsere Saisonziele erreichen und am Ende über dem Strich stehen. Das ist genau der Punkt, den ich eben schon mal angesprochen habe. Wir müssen eine positive Grundstimmung erzeugen. Da sind wir, die jetzt nicht auf dem Spielfeld stehen, sondern als Geschäftsführung und alle Mitarbeiter erstmal gefordert, diese positive Grundstimmung rund um das Spiel einfach herzustellen. Und das Trainerteam um Carsten Rump muss dieses ebenfalls herstellen innerhalb des Teams. Ja gut, meine aktive Karriere ist ja schon ein bisschen her. Der Fußball hat sich seitdem sehr verändert. Vor allem ist er wesentlich schneller geworden als zu meiner Zeit. Sicherlich, ich war auch in ähnlichen Situationen in meiner aktiven Karriere. Ich habe halt immer versucht, diese positive Grundstimmung mitzunehmen. Ich habe einen fast schon naiven Optimismus, möchte ich mal sagen. Der hat mir aber auf dem Fußballfeld in solchen Situationen einfach immer geholfen. Und ich habe da großes Vertrauen in Carsten Rump, dass er auch ein Trainer an dieser Stelle ist oder in dieser Situation ist, der einfach auch in die Köpfe der Spieler reinkommt. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn er diese positive Grundstimmung erzeugt, ich glaube, dann gehen die Jungs schon morgen gestärkt in dieses Spiel. Ich erwarte morgen den typischen Meier, der sehr gut mit einer sehr gut geordneten Mannschaft hier auftreten wird, die sicherlich im defensiven Bereich sehr gut stehen werden und erstmal darauf aus sein werden, hier nichts zuzulassen, keine Chancen für uns zuzulassen.
Das ist das, worauf wir uns einstellen müssen, was aber in der zweiten Liga ja auch nicht unüblich ist. Und das war ja schon bei diversen Gegnern, die wir jetzt in dieser Saison in der Schüco-Arena hatten, dass sie mit einem ähnlichen Plan aufgetreten sind. Das Spiel ist sicherlich aufgrund der Trainerkonstellation etwas Besonderes. Ja, das ist richtig. Wir haben die Unterlagen gestern eingereicht, sowohl bei der DFL für die zweite Liga als auch beim DFB für die dritte Liga. Wir haben auch Gott sei Dank eine Bestätigung bekommen, dass die Unterlagen alle fristgerecht und vollständig eingereicht worden sind. Dabei handelt es sich insbesondere um Unterlagen im wirtschaftlichen Bereich, aber auch infrastrukturell personelle Kriterien werden da abgefragt. Das weitere Prozedere ist dann so, dass wir in der zweiten Aprilhälfte eine erste Entscheidung im Rahmen der Lizenzierung oder wie es beim DFB heißt Zulassung erhalten. Wir gehen davon aus, dass wir wie in den vergangenen Jahren dann gewisse Bedingungen erfüllen müssen. Die sind zu erfüllen dann bis Ende Mai und im Anschluss, also sprich Anfang Juni, wird es dann die finale Entscheidung der DFL respektive des DFB geben. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.